Ob der jetzt verrückt war, weiß ich nicht, aber ich habe mich immer Toiletten geschrubbt. Ach, tatsächlich? Ja, im Hotel. Und da warst du wie alt? Noch so, ich glaube 24 oder so. Ich war jung und brauchte das Geld. So ähnlich, ja. Aber es hat mir Spaß gemacht, hört sich doof an, aber war so. Fand ich gut. Es war ja ein sauberes Hotel, ich muss ja jetzt nicht großartig rumschrubben, aber ich habe dann auch Tricks erfahren, wie die im Hotel putzen und so. Ja? Ja, deshalb putze ich immer, wenn ich in ein Zimmer reingehe, nochmal nach. Bis heute? Ja. Hier auch Martin voll. Ja, wenn der bei mir irgendwie im Hotel mich mal besucht, ist immer das die Toilette sauber. Und bei dir, Martin, was war dein verrücktester Job? Ich habe mal Anja Maler und Lackierer gelernt und wir haben damals in Dienstlaken so einen riesengroßen Disco-Tempel renoviert und gestrichen von ihnen komplett. Und danach wollte ich mir was dazu verdienen und dann habe ich gesagt, mich gefragt, ob ich dann so einen Parkeinweiser machen kann. Ja, so ein Parkwächter. Ja. Ja, und dann stand ich da abends zur Eröffnung, die halbe Stadt war da, meine ganzen Kumpels mit den Mädels sind da reingegangen. Ja, dann bin ich dann wieder zu denen hin und sagte, mein kleiner Bruder ist krank geworden, meine Mutter ist arbeiten, ich muss nach Hause, bin nach Hause, hab die Kutte weggeworfen, meinen Anzug angezogen, bin wieder in die Diskothek und hab da gefeiert. Ja, das war ein bisschen crazy, aber verdient habe ich an den Abend nichts. Du hast alles wieder ausgegeben wahrscheinlich. für einen besten Freund, der Hilfe braucht oder Familie, der jemand braucht, ja, Not. Ja. Sofort. Ja. Ja, wenn, also ich kann mich nur anschließen und da gibt es noch einen dritten Grund, wenn ich muss. Ich mache immer ins Bett. Klingt überheblich, ist aber nicht überheblich. Ich habe also alles, was ich machen soll oder machen will, das mache ich, glaube ich, gut. Vom Fliesen legen, tapezieren, Laminat legen, Waschmaschine reparieren und sowas, das mache ich alles selbst. Das kannst du alles. Ich fange es auf jeden Fall an und versuche es und oft klappt es auch. Ach, ja. Wahnsinn, und du? Ja, Talent, also wir sind beide handwerklich sehr begabt. Ich habe auch eine Schlosserausbildung hinter mir. Mit Elektro mache ich zu Hause alles. Wir kochen beide gerne, also da gibt es so ein paar Talente. Aber ob die natürlich so weit reichen, dass wir davon leben könnten, das weiß ich nicht. Ja. Bleibt nicht viel über. Doch, meine Beine finde ich gut. Warum? Weil immer alle sagen, ich habe gute sportliche Beine und ich habe aber noch nie Sport gemacht. Ach toll, ja. Kulturbeine. Ich habe die Beine von meiner Oma geerbt, sagt meine Mutter immer. Meine Mutter sagt immer, du hast die kräftigen Beine von deiner Oma. Und ja. Martin? Was ich an mir mag. Komm, sag schon alles. Alles. Mein Sixpack. Der ist mir so wertvoll, den habe ich mit etwas Wärme überzogen. Ja. Und mit ganz viel Liebe ist er zu einem geworden. Ja. Also ich sag mal so, ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Also mehr lieben. Ja gut, der Bauch stört mich ein bisschen, aber das ist nicht so, in dem Alter ist es nicht so einfach, den wegzubekommen. Sag ja alles, außer den Bauch. Ja, so in der Art. Pitschka te matrina. Oh, das sage ich nicht, kann man googeln. Das ist ein kroatisches Schimpfwort und das ist unten total harmlos. Wenn ich das übersetzen würde, ist das eine Katastrophe. Ach echt? Ja. Okay, dann ja, was sage ich denn meistens, wenn ich... Nee, komm aus. Ich war Freddy Ergers, was sagst du? Ja, ich sag dieses englische Wort. F-U-C-K. Fuck you. Nein, einfach so fuck. Wenn ich mich über etwas aufrege. Oder wenn du schimpfen willst und nicht willst, dass es jemand direkt mitbekommt, kannst du auch machen. Geht auch. Hm? Ja. Meine Kindheit. Weil? Ja, weil sie nicht so schön war. Ja. Meistens geprägt. Erfahrung mit mir sehr nahestehenden Menschen. Die dich enttäuscht haben, weil... Aber so richtig. Okay, also das, wo wir alle mal durch müssen. Also doch eher negative Sachen. Aber man lernt, was habt ihr für Fazit gezogen aus den... Nie wieder so intensiv zu vertrauen, sondern vielleicht das über eine längere Etappe
auch diese Freundschaft bzw. das Vertrauen aufzubauen, nicht direkt so wie wir. Und selbst dann kann es fatale Folgen haben, siehe uns. Und bei dir, Freddy, wahrscheinlich den Kindern mehr Liebe zu geben, oder? Jetzt, meine Kinder haben von mir alle meine Liebe, meine ganze Liebe. Und dein Engel? Emilio jetzt natürlich auch, die Größte. Und da können wir ja mal kurz einbauen, da hast du ja jetzt etwas ganz Neues auf deiner Haut, extra für deinen Engel. Ja, auf meiner Haut. Der Name ziert ja deinen Unterarm, ja. Und es ist ja ganz frisch und dein allererstes Tattoo. Ich hasse eigentlich Tattoos, also an mir, ich wollte nie ein Tattoo haben und ich habe aber immer, ich bin ja Christ und also Katholik und habe immer zum lieben Gott gesagt, lieber Gott, wenn ich wirklich mal Opa werde, dann mache ich was, wo du weißt, was ich nie tun würde, mich tätowieren lassen. Und ich bin Opa geworden, der liebe Gott wollte, dass ich mir ein Tattoo mache, offensichtlich. Und auf einer Skala 1 bis 10, wie schmerzhaft? 10. Ich bin eigentlich so kein Weichei, aber ich sag ganz ehrlich, es hat weher getan, als ich dachte, dass es wehtun könnte. Die ist viele Jahre her, als da waren Martin und ich, glaube ich, noch gar nicht, doch, da waren wir gerade so eben Fantasy mal, wir waren dann gerade so ein bisschen unterwegs und dann war in einer Zeitung gestanden, dunkle, lockige, ins Make-up beschichtete Haare. Modern Singen, hatten wir sowas nicht schon mal? Erinnern die beiden Jungs nicht ein bisschen an Modern Talking? Da habe ich gesagt, Alter, ist das geil, wenn die so schon über uns schreiben, sind wir voll interessant. Da waren wir noch ganz jung. Kannst du mal anfangen, über dich, Martin, oder über euch als du? Über uns jetzt, also das Blödeste, was ich je über mich gelesen habe, dass ich meine Ex-Frau wegen einer Jüngere verlassen hätte. Das ist totaler Blödsinn. Wie stimmt das nicht? Ich hab die Melanie kennengelernt, da habe ich schon mal in meine eigene Wohnung gelebt. Da war die schon 45, ne? Ja. Ja, es wäre dumm, darauf zu antworten, ist mir aber egal. Ich antworte nicht drauf. Es gibt einen Menschen, den ich nicht so toll finde. Ich weiß auch gar nicht, warum, weil unsere Begegnung bisher immer ganz blöd war. Und es gibt eigentlich gar keinen Grund, aber ist mir recht unsympathisch dadurch. Okay. Ich will auch nicht sagen, wer es ist, weil es doof ist. Also ziehst du einen Joker? Yes. Auch ich habe so drei Schwachmatten, drei Stück. Aber wie gesagt, das gehört einfach jetzt nicht. Halt doch mal die Klappe, Junge. Ich will jetzt wissen, wer es ist. Ja, dann fütter mich doch erstmal. Ehrlich? Scheiße. Nein, aber wie gesagt, da ziehe ich auch den Joker. Das gehört jetzt nicht in der Öffentlichkeit. Das ist meine persönliche Empfindung. Ja. Als Schlagerkünstler, also ich fand es sehr peinlich. Im Nachhinein hat sich das aber als total sympathisch rausgestellt. Und zwar unser Auftritt in der Arena Oberhausen bei der Schlager-Star-Parade. You remember? Dann erzähl mal weiter. Du kannst es einfach schöner erzählen, diese Geschichte. Meinst du mit der Dat? Ja. Wir haben damals dann als allererste Mal, unser Mensch hat wirklich den Karl-Heinz später damals überredet, dass wir mal, bevor die große Show anfängt. Unser damaliger Manager Michael Schädel. Ja, hatte gesagt, okay, ihr dürft drei Songs singen, vorab. 13.000 Menschen. Wir waren so nervös, waren aber einen Abend vorher waren wir mit Gruppe Wind und mit Michelle irgendwo in Moselland, irgendwo da in der Gegend. Ja, Tanzcafé. Dölken. Nein. 500 Mark haben wir damals bekommen. Und ja, damals gab es diese Abspielgeräte, Minidisc hießen die. Und die waren natürlich auch sehr empfindlich, wenn man ein Handy da dran halte. Dran gehalten hat, ja. Hm? Dran haltete. Hattete. Und auf jeden Fall am nächsten Tag stehen wir vor der Arena. Wir sind so knapp angereist, dass wir natürlich auch keinen Soundcheck machen konnten. Ja, und dann stehen da 13.000 Leute, warten. Wir werden von Uwe Hübner richtig nett angesagt. Wir betreten die Bühne. Und das Playback läuft nicht. Wir drehen uns um und da kriegen wir einfach nur einen Wink. Blankdisk. Und es waren nicht 30 Leute wie sonst, sondern 13.000. Ja, und Blankdisk heißt kein Song auf der AMD. Unser Manager in der Art und Weise sofort zum Auto gerannt, weil er hatte eine Sicherheits-CD. Aber das war nicht nur mit Playbacks, das war mit Vollplaybacks. Also wir konnten dann mitsingen, aber die Stimme war schon auch band. Jetzt kommt er mit der CD angerannt. Steckt die in den CD-Player, ja, startet, Musik fängt an, wir gehen auf der Bühne, 13.000 Leute jubeln und dann fängt sie an zu springen. Aber da war schon ein Gesang drauf, ja.
Ja, und dann haben wir natürlich zwei Songs dann den Rest a cappella gesungen und ich glaube, das war ja, wir haben dann die Chance genutzt und wussten ja nicht, was wir machen sollen, das war Verzweiflung und habe ich gesagt, wir singen a cappella und ich habe die Ballade gesungen, Unchained Melodie und von Anfang bis zu Ende a cappella und es gab dann so einen mega Applaus und Leute kamen zu uns, also Uwe Hübner unter anderem und so und ey Jungs, also ganz ehrlich, das habt ihr so geil gemacht, 13.000 Euro, geht das erste Mal auf die Bühne und seid so spontan und singt dann einfach diese Nummer a cappella und damit habt ihr natürlich alle Herzen gewonnen, sagt dann, das war unsere Rettung, aber es war am Anfang schon sehr, sehr peinlich, als es so losging. Meine letzte Lüge, wenn ich ganz ehrlich bin, ich lüge nicht. Nie? Eigentlich nicht. Auch keine Notlügen mal? Das wüsste ich jetzt nicht, welche das war, Notlügen. Aber eigentlich nicht, nee, ich lüge eigentlich nicht. Ich habe mir das, seitdem ich mit meinem Partner zusammen bin, völlig abgewöhnt, weil er das total doof findet und ich finde Lügen auch doof. Guck mal, ich habe mir mal irgendwann überlegt, wenn ich lüge, das ist so anstrengend, weil ich mir dann heute zum Beispiel überlegen muss, was ich gestern dir erzählt habe, was kann nicht die Wahrheit sein, das ist mir zu anstrengend, also sage ich lieber die Wahrheit. Und wenn ich irgendwas sagen müsste, was nicht so schön ist, sage ich lieber gar nichts. Okay. Diplomatisch, Martin? Ja, also wir haben überhaupt keine Notlügen, also wenn wir zu spät am Schalter sind am Flughafen, da sagen wir auch, der Zug hat eine Verspätung gehabt, aber im Endeffekt haben wir vielleicht ein bisschen getrödelt. Nein, aber Lügen, ich sag mal so kleine Notlügen auf jeden Fall, also das macht jeder. Ah? Ja klar, wenn jetzt wir im Zug, zum Beispiel jetzt im Zug reisen und wirklich so in den ICE reingesprungen sind, dann können wir auch nicht sagen, ja, wir haben keine Zeit, Ticket zu kaufen, können wir das vor Ort und schnell jetzt erledigen. Ist doch nicht gelogen. Ja, klar ist das gelogen. Ja, wenn wir schnell in den Zug reinspringen und keine Zeit haben, das ist doch nichts gelogen. Wir haben davor aber eine Currywurst gegessen. Ja, und das haben wir ja nicht gesagt. Das ist doch keine Lüge. Nein, Quatsch. Aber ich sag mal so, also wer 50 Jahre durchs Leben geht und noch nie gelogen hat, der hat wiederum gelogen. Nie wieder Sex. Also mit mir selber oder generell mit jemand anderem? Ja, das ist einfach. Nö, also mit mir selber, da. Nee, aber ganz ehrlich, nö. Also ich spiele schon mal gerne ein bisschen an mir rum. Okay. Das macht ja jeder. Das ist eindeutig für Musik. Ja, natürlich. Mann. Also. Sex von Musik. Ja, ich soll ja nicht lügen. Ja. Ich muss ja die Wahrheit sagen. Also mein, wer von sich behauptet, der spielt ja an sich rum, der hat ja einen Schaden. Das stimmt ja nicht. Das tut ja jeder. Ich sag mal so, dann bevorzuge ich lieber die Musik. Weil wenn ich die Musik mache, dann gehört der Freddy dazu. Und Musik ist auch für mich wie Sex. Und ich bin da in vieler Hinsicht leicht zu überreden. Doof. Das wäre gelogen. Du bist total doof. Freddy ist mein bester Freund. Mein allerbester Freund. Ja, ich sag mal so, eigentlich mein einziger Freund. Ich habe nicht viele Freunde. Nein? Nein, nur so richtig, so wie Martin nicht. Ihr seid schon wirklich, ihr habt euch gesucht. Ja, ich habe ihn ganz lieb. Ja. Oh, das war so viel hier, Jan. Warte, dafür kriegst du noch einen Gummi. Aber da musst du bitte auch dafür. Okay. Welchen möchtest du? Nicht rot. Nicht rot. Nicht rot? Ja, kriegst du einen Frosch. Danke, Quark.